Moin Leute, herzlich willkommen zum Vlog Nummer 6, wenn ich richtig geguckt habe. Hier waren wir lange nicht mehr drin, ne? Also ich schon, ihr aber nicht. Das mit dem Ausmisten nimmt natürlich jetzt in der Stallpflicht massiv zu. Es nervt. Also nicht das Saubermachen, sondern die Stallpflicht. Die Hühner sehen auch schon scheiße aus. Die sind da gerade draußen in der Voliere. Viel mehr Platz habe ich ja nicht mehr für die. Keinen richtigen Auslauf. Aber erstmal mache ich hier ein bisschen sauber. Wenn die Stallpflicht rum ist, muss ich hier eh mal komplett Grundreinigung machen. Aber es dauert ein bisschen länger, da müssen die Hühner mal eine Weile draußen bleiben. Das geht jetzt nicht. Jetzt sind sie halt nur draußen in der kleinen Voliere. Ich zeige euch das mal. Ja, ist doch gut. Warum seid ihr denn auf einmal so ängstlich? Sonst stört euch das dann nicht. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, wie flatterig die schon aussehen. Teilweise keine Federn. Wobei, das ist schon länger. Das Huhn hat gemausert und dann ging es aus dem Mauser in Stallpflicht über. Und ich denke mal, da sind die anderen Hennen nicht ganz unschuldig dran, dass das Huhn keine neuen Federn kriegt an den Stellen. Ja, müssen wir mit leben. Ist halt so. Ich denke auf jeden Fall, dass das vor Ende Mai, Ende Mai sage ich schon, vor Ende April, Anfang Mai nichts wird, dass die Stallpflicht aufgehoben ist. Aber müssen wir durch, ne? Junge, Junge, hier ist richtig Material weggeflogen, voll in mein Gesicht ins Auge. Das tat weh. Aber sieht gar nicht so schlimm aus. Naja, drehen wir um, machen wir nicht mit der Gammli-Seite weiter, sondern so. Problem ist, der hat hier einen Kern, hatte hier einen Kern. Der ist ein bisschen verwachsen, aber das geht. Ja, ich habe übrigens mal den Motor zerlegt, habe das mal alles durchgemessen, soweit wie es mir, ne, ein einfaches Multimeter, soweit wie es mir mit meinen rudimentären Möglichkeiten und meinem Laienwissen möglich ist. Ich habe ihn auch mal mechanisch geprüft. Ich habe gelesen, dass sich das Paket wohl gerne mal von der Welle löst. Das ist aber auch alles in Ordnung. Ja, also ich kann dann wieder zusammenbauen. Ich brauche nur noch das neue Lüfterrad, habe ich schon bestellt, wenn es ankommt. Dann kann der Motor wieder in den Spalter rein und dann ist gut. Für den Hanomag ist jetzt Ende Januar, kann ich jetzt langsam anrufen, ob die ganzen Teile da sind. Dann können wir nämlich da endlich mal weitermachen, dass der hier mal fertig wird.
weil ich möchte gern Hanomag fahren. Habe ich ja schon Lust zu, ne? Aber geht auch weiter. Wie das immer so ist, tausend kleine Baustellen, aber im Großen und Ganzen geht das schon voran. Oh, das blendet schon. So. Gucken, ob das mal funktioniert mit der Belichtung. Auf jeden Fall blendet es mich. Es geht voran. Alles kleine Baustellen, wie es immer so ist. Ich glaube, das Video war auch ein bisschen kurz jetzt, aber wie es so ist, ne? Schön abonnieren und dann macht's gut. Ciao.